ihr habt keine Chance gegen mich und meinen Laser. So, jetzt hoch da, Samus. Ich sagte hoch, nicht runter unbedingt. So. 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 Ah, klappt. Ah ja, danke. Spring mir ins Visier, du Dreckspimmel, Alter. Ja. Der war nice. Ja, genau wie du nice bist. Alter, Schwanz, du, ey. Jetzt geh auf. Ja, mitten im Sprung abgefangen. Wag es dich. Du bleibst auch da, wo du bist. Und wir gehen hier hoch. Und ich hoffe mal, dass ich dann jetzt schnurstracks wenigstens... Was haben wir denn hier? Hier war, glaube ich, nothing for us. Doch, hier war die Karte. Map für Karte. Oh, davon kann der nicht sterben. Dann müssen wir den schon eine Missile in den Arsch schieben, damit er stirbt. Sehr schön. Schon mal ein bisschen Anlauf nehmen für den Sprint. Weil dann haben wir auch keine Probleme mit dem Gegnern hier. Na komm, hau ab. Ja, wag es dich. Drecksack, du. So, hahaha. Warte mal, stopp. Zurück. War hier vielleicht was? Bevor ich da gleich dran vorbeigehe und das übersehe. Nein, gut. Dann hüpfen wir hier durch. Ah, komm. Gib mir Energie und gib mir Missiles. Genauso will ich das sehen. Weil von den Super Missiles habe ich nur 5. Da kann ich richtig gut welche gebrauchen. So, zurück im Brainstar. Werden wir uns jetzt natürlich darum kümmern, einige Türen hier zu öffnen, die vorher für uns verschlossen waren. Beziehungsweise durch die wir nicht konnten, wegen Speed oder hat sie nicht gesehen, zum Beispiel jetzt hier. Da müssen wir ein bisschen schneller rennen können. Und dann können wir uns, was können wir uns denn hier abstauben? Ach ja, einen Reservetank, richtig. Das heißt, wir haben jetzt das gute Glück, falls uns mal wirklich die Energie komplett ausgeht, haben wir immer noch Reserveenergie. Das war einer von 4... Nein, stopp, zurück, da ist noch etwas, was ich mir holen kann. Das will ich mir dann auch mal direkt holen. So. Zack, und direkt noch mal ein paar Missiles für mich. Das war's aber dann auch schon. Mehr gibt es hier wirklich nicht mehr zu holen, oder? Kann man hier noch irgendwie... Nö, gut. Dann mal durch hier. Und wenn ich mich nicht alle täuscht hier. Wie kamen wir denn? Ach ja, von oben, stimmt. So. Erstmal ein paar Gegner killen. Und wir kriegen Super Missiles. Yeah! Die haben wir dann auch nochmal direkt abgestaubt. Juhu! Und wie ging es jetzt hier runter? Ach so. Okay, Spiel, hast mich überzeugt. Ah, das Item haben wir uns schon abgegriffen. Gut. Ich dachte, das hätten wir uns noch nicht geholt, deswegen. So, was können wir hier hinten noch machen? Gucken wir mal hier rein. Ich glaube, hier hatten wir auch schon alles geholt, was wir uns holen konnten.
Aber lieber ein paar Mal öfters nachschauen, als dass uns dann irgendwas später entgeht. Ach, hier war die Karte. Ja, hier können wir uns eh nichts mehr holen. Ja. Trottel. Da gibt es zwei Bereiche, die viel wichtiger sind für uns. Und die zwei werde ich jetzt mal aufsuchen, ganz schnell. So. Und mal ein paar E-Tanks abgreifen. Das hast du nicht gesehen, halt so den ganzen Schmarrn. So, hier kamen wir nämlich natürlich nur mit der Powerbombe weiter. Die hat dann mal eben schnell den Weg für uns hier frei gemacht. Und das heißt, wir kommen ein paar Stockwerke tiefer. So, hier will ich hin. Ah, jetzt haben wir die auch noch an uns kleben. Hier, fressende Powerbombe. Ich hoffe, sie hat euch gemundet. Ich bin so biese. So, hier müssen wir aufpassen. Hier ist irgendwo ein Loch im Boden, genau da. Jetzt haben wir uns einen dritten Energietank geholt. Ha, Mann, bin ich gut. Und ein paar Super Missiles haben wir uns dann auch nochmal direkt geholt. Na, falsche Taste gedrückt. Gut, dann fahren wir mal hier runter. Hier können wir uns dann auch mal direkt was abstauben wahrscheinlich. Nämlich einen Speicherpunkt. Save complete. Dankeschön. So. Ah, hau ab. So, den können wir nicht töten, aber wir können ihn in der Luft einfrieren. Das bringt uns nämlich sehr viel. Da kann er uns nämlich schon mal nicht mehr auf den Kopf springen. Ah, Mist. Ah, Mist. Ich springe mal in die Stacheln rein. Scheiße. Mann, verdammte Axt. Ja, und diese kleinen Figürchen hier bringen uns jetzt den Wandlauf, beziehungsweise den Wandsprung bei. Zack, zack. Also etwas ganz Einfaches und Simples, was jeder kann. Aber was jetzt... Ah, da gehen wir später wieder zurück. Ah, komm. Gerade hast du auch so gut geklappt. Jetzt will's irgendwie nicht mehr. Ah, das ist doch jetzt doof. Blöder Vorführeffekt. Ah. Mensch. Ah. Na komm. Ey, es ist nicht wahr. Jetzt geht das hier wieder nicht. Ey, Mann. Mann! Ah! Gut, jetzt sind wir wenigstens schon mal wieder hier oben. Ja, danke Samus. Mal klappt's nicht. Als ob mir das Spiel einfach nur sagen will, leck mich. So wie jetzt. So, auf halbem Weg. Komm, ich hab keinen Bock mehr. Wir hören jetzt mal auf, dass der Wandsprung funktioniert. Mitz, mach doch! Hallo? Jetzt mach doch einmal das, was ich will! Ja, ich krieg gleich einen Kotzreiz. Verfickte Scheiße, jetzt geh da hoch! Ja, leck mich doch! Meine Fresse, ey! Als wenn mir das Spiel sagen will, das was da oben ist, das willst du nicht haben. Jetzt geh. So, einmal vor Wut in den Gamepad geschlagen. Und jetzt will es noch weniger funktionieren.
Ja, leck mich doch, Spiel. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Ja, komm, Mann. Ja, genau. Mach nur einen kurzen. Wenn du noch kein. Ja, Mensch, Mann. Okay, letzter Versuch. Sonst ist gleich echt Schicht im Schacht, dann gebe ich auf. Ja, jetzt bin ich ganz unten wieder. Als ob es von da besser laufen würde. Ich krieg doch echt gleich einen Kotzreiz. Was muss ich machen, damit der Scheiß hier richtig funktioniert? Aha. Ja, so nicht. Ja, so auch nicht. Aha. Aha. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ja, und fall da nochmal 400 Stockwerke runter. Ja, das war schon mal halbwegs richtig. Ja, das auch, aber auch nur halbwegs. Und halbwegs ist nicht richtig. Ja, komm, leck mich doch. Schon fast oben. Und dann krepierst du. An diesem einfachen Sprung. Aha, wir sind oben angekommen. Können hier durch diese Röhre oder. Ja, wenn es klappen würde, könnte ich da auch mit dem Ball da rein. Aber das kriege ich nicht so hin. Das übe ich jetzt den ganzen Tag mit denen, nur damit ich das schaffe. Ja, das klappt so nicht, auf jeden Fall. I have an andere Idee, wenn es hier funktionieren würde mal. Ja, so nicht. So. Machen wir uns das einfacher. Ja, so auf jeden Fall nicht. Na, dann mache ich das halt später. Dann gehe ich erstmal hier raus. Bevor ich dann noch weiter Zeit vergeude und noch schlechter gelaunt bin. Und das möchte ich gerne vermeiden, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir einfach best. Am besten gehen wir hier jetzt weiter und vergessen den ganzen Dreck jetzt. Und machen das wirklich später, wenn wir den Balljump können. So, jetzt fallen wir aber hier runter. Wieder in ein riesiges Loch. Aber da treffen wir jetzt jemand anders, der uns etwas anderes noch beibringen wird. Dieser gute Mann. Aber das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal hier und ja, hätten eigentlich hier unsere Energie aufladen können. Ja, der bringt uns nämlich den Scheinspark bei. So, the good old. Zack und hoch hier. Dann können wir den jetzt auch. Der gute Scheinspark zieht uns aber etwas Energie ab, wenn wir den machen. Das ist der einzige Nachteil an ihm. Du ziehst mir Energie ab. Das ist uncool. Und dann gab es ja noch einige andere Türen, die wir jetzt öffnen können. Stimmt ja. Haha, da war ja was.